Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 21 Trainerkette mit Leverkusen. Wir sind direkt auf dem Platz auswärts in Bremen. Schon sind wir im Spiel drinnen. Warum sage ich starke Startaufstellung? Weil wir eigentlich immer so eine Bewertung roundabout 80 Gesamtstärke haben. Und jetzt haben wir eine Bewertung von 90. Obwohl ich durchgewechselt habe und ein paar komische Spieler spielen. Fragt mich nicht warum, ob das ein Bug ist oder ob das wirklich so ist. Aber ja, ist bestimmt ganz nice. Dem hierbei mit der ersten Möglichkeit, dem hierbei hinten ist Alario. Und der wäre vielleicht sogar gegangen. Das war ein langer Ball, das war ein guter Ball und das ist das 1:0. Osako für Werder Bremen. Scheiße, Mann. Das ist typisch für Mannschaften wie Bayern oder vielleicht auch Leverkusen in echt. Zumindest Bayern haben es ja ein bisschen gut gemacht in letzter Zeit, aber es war auf jeden Fall so. Diese langen Bälle, die einfach die hochstehende Abwehr da komplett auseinandernehmen. Und hier war das gleiche Bild. Sapralot, also Bremen spielt das hier wirklich klasse runter. Was heißt runter? Das hat er jetzt erst angefangen, aber die spielen das hier wirklich sehr, sehr gut. Bis auf diese Aktion, Musa Diaby. Das kann nicht dein Ernst sein. Boah. Ganz, ganz viel Glück, dass hier das nicht das 2:0 ist. Hätte nämlich sein können. Schöner Ball auf Alario. Wenn es kein Abseits war, war es nicht, aber er verdaddelt ihn dann einfach. Was macht er da? Er dreht sich da im Kreis. Das ist doch echt bitter. Ecke, Ecke. Ich konnte das mal richtig gut. Mit Leverkusen klappt das noch nicht so mega. Wendell, jetzt der Nachschuss. Der war Bombe. Da kann gut und gerne was draus entstehen. Schönes Zusammenspiel mit Diaby. Und jetzt ist es Florian Wirtz. Das gibt es nicht. Das muss das 1:1 sein. Also es hätte schon lang sein müssen. Aber das war auch wieder eine so unglaublich gute Chance. Jetzt vielleicht. Nein, wieder nicht. Boah. Eieiei. Ein Spiel, ey. Ich sag's euch. Spannung pur gerade. Jetzt haben wir ein bisschen Glück, dass der Ball durchkommt. Es ist Alario, der hochspielt auf Palacios nochmal. Palacios in die Mitte auf Bailey. Erste Halbzeit noch, 47. Minute, 45 plus 2. Und Leon Bailey mit dem so unglaublich wichtigen 1:1. So, die zweite Hälfte, die muss jetzt einfach effizienter vorne sein und hinten einfach nicht ganz so anfällig. Beziehungsweise einfach weiterhin so wie gerade eben Glück haben. Alario auf Diaby, der hat noch was gut zu machen, der Kerl. So, da ist er. Musa Diaby, der hat noch was gut zu machen. Diaby, Pavlenka aber auch gerade mit einem richtig, richtig guten Spiel. Der Schuss beispielsweise auch nicht von schlechten Eltern. Sehr stark hinten von Jedwai. Ja, ja, nein, nein. Oh. Das ist wieder der lange Ball. Bittencourt, 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 Gradetzky, wahnsinnig stark. Viel Platz für Aranguiz. Paulinho, Aranguiz, Aranguiz und Pavlenka. Was macht der Kerl für ein wahnsinnig gutes Spiel? Patrick Schick auch auf dem Feld, kann Eckbälle durchaus. Er ist drin. Es zählt als Eigentor, aber es ist mir egal. Aranguiz mit einem guten Kopfball, Aluminium, aber Eigentor, ey, wir gucken uns das nochmal an. Aluminium, ich hatte schon wieder, wollte schon wieder flamen, aber der springt dann vom Rücken von Pavlenka zurück ins Tor, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier, die Perspektive ist gut, ja. Patrick Schick, Aranguiz, der da auch gut Tempo macht, seitdem er ja auf dem Feld ist. Schiri pfeift mehrmals, gibt eine Ermahnung und gibt einen Freistoß, aus dem man durchaus was machen kann. Wir probieren es wieder mit einer
kurzen und verrückten Variante. Patrick Schick nimmt Anlauf, fordert den Pass, bekommt den Pass und Patrick Schick. Das ist eine lustige Variante. Ich hoffe, dass das mal funktioniert. 2:1. Das hatten wir in der letzten Folge auch. Aber solange wir hier gewinnen, vor allem nach einem Rückstand nach 10 Minuten, ist das mir komplett egal. Ich bin zufrieden. Dortmund und Bayern gewinnen, allerdings Wolfsburg mit einer 0:4 Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Das ist ganz, ganz wild. Das heißt, wir müssen auf Platz 1 stehen, jawohl, und haben einen Punkt Abstand auf Wolfsburg, die unser nächster Gegner sind. Und ich möchte da mal ganz kurz anmerken, dass am Ende der letzten Folge Bayern gegen Dortmund gegeneinander gespielt hat. Beide, beide haben 0:0 gespielt. Also das heißt, Punkteteilung zwischen Bayern und Dortmund, das heißt, für mich lief es extrem gut und wir haben ja noch keine Niederlage kassiert gegen Dortmund und unentschieden gegen Bayern gewonnen. Jetzt Wolfsburg, unser direkter Konkurrent als Gegner. I have Angst. Alle winken gegen Wolfsburg, geht es ran, zu Hause. Ja, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Spiel jetzt für uns. Wir müssen hier schauen, dass wir definitiv nicht verlieren, am besten sogar 3 Punkte mitnehmen. Um natürlich unseren Platz 1 erstmal zu verteidigen. Das ist ja ganz klar, das ist unser Ziel, das ist wichtig. Ich habe gedacht, dass er noch länger verletzt ist, ist er nicht. Das heißt, Freude, komm auf. Wir dürfen wieder mit Amiri spielen, auch im nächsten Spiel, wenn es dann wieder heißt Champions League. Was? Schiri, Alter. Ja, guten Morgen, Alter. Er schießt erstmal aus der Position, Alter. What the fuck? Ob ich das irgendwo einstellen kann, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dass ja meine Innenverteidiger, so Jonathan Tah und Bender und so, dass die beim Eckball mit vorkommen. Ich meine, das ist ja total dumm, dass diese kopfballstarken Spieler nicht mit vorkommen. Und die schnellen Kleinen, die hinten für die Absicherung vielleicht besser wären, die stehen mit vorne beim Eckball. Also, wenn ich da was ändern kann, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Patrick Schick jetzt in die Mitte. Schade. Oh, Schick. Warum? Warum so schief und schlecht? Jetzt gibt es allerdings einen Freischuss. Komm, es muss doch jetzt endlich mal ein Freischuss reingehen. Dem hierbei wird geblockt. Frech, echt. Das ist so scheiße frech. Ja, das ist ein langer Ball, würde ich sagen. Alter Tah köpft daneben. Diaby jetzt ein bisschen mit Platz und mit Schnelligkeit. Und eigentlich wird er da auch gelegt von hinten, von vorne. Also, ja, wir gehen mit dem 0:0 in die Halbzeit. Oh, Patrick Schick mit rechts, aber es ist egal. Der war nicht schlecht. Ei, Johnny Tah mit schon gelb. Er kriegt gelb-rot, kann das sein? Boah. Gnaden-Schiri. Gnaden-Schiri. Uff. Uff, Tata, Alter. Ei. Deswegen faule ich am liebsten gar nicht. Radetzky hat ihn. Deswegen faule ich am liebsten gar nicht, weil meine Spieler sonst... Dann in dem Moment, wenn ich mal eine gelbe habe, dann kriege ich auch eine gelb-rote. Das ist echt richtig, als wäre es einfach geplant so. Das war aber nicht schlecht jetzt. Oh, irgendwie den Ball wieder kriegen. Oh Mann. Tah geht wieder rein, Körpereinsatz. Läuft bei ihm. Diaby. Patrick Schick. Oh, auf Tah. Oh mein Gott. Jonathan Tah. Was macht der denn da vorne? Der Johnny, Alter. What the fuck? Okay, das überrascht mich gerade wirklich. Weil eigentlich, jetzt müssen wir mal so ratter, ratter, ratter. Wenn der Schiedsrichter den gerade runtergestellt hätte vom Platz, und es wäre durchaus möglich gewesen, dann stände es hier nicht 1:0. Boah, wie der den Winkel eingeschweißt hat, ey. Amiri stark, Flanke in die Mitte, kommt nicht an, Aranguiz hat den Ball noch. Nachspielzeit läuft, immer knappe Spiele, muss man sagen. Immer mit einem Tor Abstand und so sieht es auch hier wieder aus. Demirbay fällt, Demirbay bleibt sogar liegen.
Weiß nicht, ob das Zeitgespiele ist oder nicht, aber auf jeden Fall. Yes! Ganz, ganz wichtiger Sieg. 3 Punkte. Unglaublich stark. Ja, Dortmund, Bayern, Leipzig, alle gewinnen sie samt. Aber wir haben trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert und vor allem gegen Platz 2 haben wir uns jetzt schöne Punkte rausgearbeitet. Jetzt haben wir natürlich einen anderen Platz 2, ist ja klar. 2 Punkte hinter uns, immer noch ungeschlagen. Ich bin sehr zufrieden, sehr zufrieden. Die Luft ist so langsam raus. Ich habe echt einiges umstellen müssen. Ja, und habe immer noch einige Spieler drin, die wirklich K.O. sind. Auch zum Beispiel Radetzky, der Torhüter. Ist wirklich nahezu in der letzten Puste, in der letzten Reserve. Englische Wochen zuhauf und das gegen immer stärkere und stärkere Gegner. Es ist schon schwierig, es ist nicht einfach das Ganze zu handeln, aber wir wollen trotzdem weiter in englische Wochen. Und weil wir weiter in englische Wochen wollen, müssen wir hier weiterkommen. Arangis, Alario, und der wird da irgendwie geblockt, ich weiß auch nicht wie. Schade. So, raus auf Bellarabi, der probiert, auf Paulinho, der gibt in die Mitte auf Alario, schön gemacht. Aber leider dann der Abschluss, nicht wirklich gelungen. Brutal. Das kann nicht dein Ernst sein. Bellarabi holt ihn sich wieder, Bellarabi holt ihn sich wieder, Alario jetzt mit der Möglichkeit. Wichtiger Baustein heute mit dem hier bei, der hier wegfällt, der heute nicht dabei sein kann. Paulinho jetzt vorne, Paulinho, Paulinho, ja, Mann! Der Typ muss sich auf jeden Fall qualifizieren. Der spielt nämlich, ja, sehr, sehr selten. Hat da mit Diaby und Bailey gute Konkurrenz. Ja, 1-1. Nicht gut verteidigt. Keiner will mal Mimimi hören, aber es ist nicht gut. Alario. Alario setzt sich durch, spielt auf die Außen. Bellarabi, den musst du jetzt zurückbringen und das tut er. In den Rückraum. Und Alario, das so wichtige Ding. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist jetzt doch so früh in der 59. 60. Feld. Boah, Radetzky. Wichtiges Ding. Und gut von Wendell. Das ist so ein... Ah, natürlich nicht. Das war dumm von mir, ist ja klar. Aber das ist so scheiße. Mitchell Weiser, dem hierbei mittlerweile eingewechselt. Er ist ein wichtiger Mann, wird gefoult. Gibt immer einen Freistoß. Wenn wir daraus jetzt mal was machen könnten, ey. Es sind noch 15 Minuten zu spielen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Ich habe jetzt sogar auf Offensiv gestellt. Jetzt bitte. Bitte, Mike. Mach endlich mal einen Freistoß rein. Ja, Mann! Der eingewechselte dem hierbei. Endlich. Oh. Aranguiz. Bellarabi, Bellarabi. Die Befreiung. 94. Karim Bellarabi. Oh. Wie gesagt, trotzdem ein Zitterspiel, auch wenn wir jetzt Gott sei Dank einmal 2 Tore Abstand haben. Ist ja für die Tordifferenz in so einer Gruppe auch sicherlich wichtig. Aber dennoch, ein Zitterspiel, 4-2. Aber wir haben wieder alles gewonnen. Wir sind richtig, richtig gut. Nicht nur gut in die Saison gestartet, in die Bundesliga, in die Champions League, alles. Es läuft absolut nach Plan und wir sind immer noch on the point, richtig gut unterwegs. Noch keine einzige Niederlage, ein Unentschieden. Lasst uns so weitermachen. Schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.